Hallo ihr Lieben, hier ist euer Jörg. Willkommen auf meinem Kanal und heute bastel ich wieder für euch. Und hilfst du auch mit Cora? Ja? Okay. Ja, herzlich willkommen. Heute basteln wir wieder. Heute mal im kleinen Loft. Basteln ist so ein bisschen Herzensangelegenheit von mir. Und hier kann man das passt hier wirklich super her, das kleine Loft. Und ja, Christian hat uns das freundlicherweise zur Verfügung gestellt mit. Und ja, und das ist super Location, gerade wenn es draußen nicht so kalt ist. Es gibt so einige Neuerungen, die ich euch erstmal zeigen will. Also ich habe nämlich einen fleißigen Nikolaus gehabt, den ich mal zeigen will. Ganz professionell. Wow. Ja. Und das ist natürlich eine tolle Sache, die ich jetzt auch gleich benutzen werde. Da ich so einen guten Nikolaus hatte und ja, Mirko und Steffi sich das ja sehr gewünscht haben. Und natürlich auch einige Zuschauerwünsche, das waren, dass ich mal einen Flughund baue, habe ich mir vorgenommen, heute mal einen Flughund zu bauen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und seid gesund und wünsche euch ein glückliches ja, neues Jahr und dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt meinen Wunsch erfüllen kann. Sehr schön, ich freue mich. Wir fangen mal an. So, ich nehme jetzt erstmal hier so ein Butternut, dann habe ich mir noch aufgehoben vom Herbst. Die halten ja wirklich sehr lange. Das sind mal die Pyrogen hier. So, wir müssen erstmal gucken, wenn, er muss ja auch letztendlich fliegend dargestellt werden. Ich hoffe, dass ich das so dann hinkriege. Ich habe hier mal schon was vorbereitet, ein bisschen. Und wir erstmal den Körbe jetzt aufhängen. Ja, Flughunde, die kommen ja wirklich nur in subtropischen und tropischen Regionen vor unserer Erde. Also in den tropischen Regionen von Afrika, Australien, Ozeanien und natürlich auch in Asien. Und ja, die sind quasi das ganze Jahr aktiv, also sie machen jetzt keinen Winterschlaf, wie jetzt Fledermäuse, die gehören zwar alle zum Fledertier und so, machen aber keinen Winterschlaf, weil die nur Wärme haben. Ja. Und die sind auch von Fledermäusen eben wirklich so zu unterscheiden, dass die Fledermäuse, die sich ja per Echolot quasi orientieren in der Nacht, die sind auch dämmerungs- und nachtaktiv. Flughunde. Es gibt aber auch so tagaktive Phasen mit Rundreitern. Und die tun sich aber mehr so, die haben also recht große Augen für ihren Körper und haben ein super gutes Sehvermögen und haben auch ein sehr, sehr gutes Geruchsvermögen. Und damit orientieren die sich dann auch. Die fressen ja hauptsächlich Früchte und dann natürlich auch so Blüten und Pollen. Das war nicht so gut, oder? Das geht eigentlich nicht. Und von sowas ernähren die sich dann. Und dann durch demzufolge auch dadurch, dass die, wenn die Früchte fressen, nehmen die natürlich auch einen Teil der Samen mit auf und quasi auch zur Verbreitung verschiedener Baumarten beitragen. Und natürlich auch zur Bestäubung. Es gibt ja auch so Fledermausarten, wie jetzt zum Beispiel der Leberwurstbaum in Afrika, da wird auch letztendlich die Blüte ist ganz groß, rot und groß, also wirklich so eine große Blüte und die wird auch von Fledermäusen bestäubt. Das ist also die Hauptbestäubung. Gehört dazu die gefährdeten Arten mit, oder? Ja, die sind auch gefährdet. Flughunde, also in einigen Ländern werden die auch gegessen, also gerade im asiatischen Raum, die essen die auch. Ja, mit Hunden werden sie eben auch bejagt, ganz einfach, weil sie natürlich auch in Plantagen eindringen und dann eben dort eben auch die Früchte fressen. Ja. Also jetzt auch, die fressen ja auch gerne Bananen und Papayas und sowas. Und ja, und das tun die natürlich die Einheimischen dort, die das dort anbauen, die mögen das natürlich nicht gerade, dass da ja so Flughunde einfallen. Und es gibt ja wirklich also Flughundkolonien. Also gerade der große
Kaplan-Flughund, den gibt es ja wirklich, also das ist der größte Flughund, der also bis über ein Kilo schwer werden kann, also bis 1,2 Kilo. Die anderen sind in der Regel leichter. Und die, wenn die natürlich in Gruppen von 500.000 Tieren einfallen, da ist natürlich so eine Plantage auch relativ schnell leergeräumt. Ne? Und, tja. So. Oh, drüber, wie habe ich es vermisst? Ja. Ja, die gehört immer irgendwie mit dazu. Ne? Wie sieht es denn bei dir aus mit Neujahrsvorsätzen nach dem turbulenten letzten Jahr? Was hast du dir vorgenommen? Also ich werde auf jeden Fall mein Basteln weitermachen. Ja. Und ja, und schaue, dass es den Leuten weiterhin gefällt. Ja. Ich will ein bisschen ruhiger drehen insgesamt. Das habe ich mir auch vorgenommen. Ja, das reicht auch schon. Ja, denke ich auch. Was hast du dir denn vorgenommen? Oh yeah, wie jedes Jahr. Sport abnehmen, ruhiger werden, schöne Videos machen. Echt? Das ist schön. Da wird sich die Steffi freuen. Wo ist denn die heute? Sie hat jetzt gearbeitet noch und jetzt hat sie einfach keinen Bock, wollte nicht jetzt mit dir herkommen, weil die einfach jetzt mal ihre Ruhe haben will. Kann man auch verstehen, nach einem langen Arbeitstag. Alles gut. Dann der für natürliche Feinde, außer ein Mensch. Ja, natürliche Feinde sind jetzt, es kommt ja immer darauf an, in welchen Gebieten er vorkommt. Aber das sind zum Beispiel Schlangen, Würgeschlangen, Feinde auch, aber auch große Greifvögel und auch das eine oder andere Raubtier, was die natürlich auch erbeutet. Die hängen ja, also die schlafen ja meistens die Flughunde in Bäumen. Ja, also meistens also in den tropischen Urwäldern, ganz oben im Blätterdach oben. Ja. Und ja. Ja, und in der Regel bringt die immer im Jahr, bringt die Weibchen ein Jungtier zur Welt, aber meistens nur eins.
Friseure jetzt schon mal. Ja, die haben ja letztendlich so einen Hals rundherum und auch hinten so, oben drüber laufen so ein bisschen, ja, so Fell letztendlich auch. Und in der Bauch haben die nicht so viel Fell. Und, aber jetzt so im Hals gerade rundherum und manche sind richtig so rundherum befällt. Da geht das richtig rundherum, das Fell. Manche sind aber eben auch so eher so nackt im Gesicht dann wiederum. Ne? Das ist, kommt immer auf die verschiedene Unterart drauf an. So, und jetzt kommt mir das Schwierigste, die Flügel. Also das sind ja letztendlich, die haben überdimensional verlängerte Futtergliedmaßen. Ne? Und die sind also die haben die Kaplanflughunde, die haben also mitunter eine Flügelspannweite von 1,70 Meter. Ne? Das kann ich jetzt natürlich ja nicht nachmachen. Aber das ist schon gigantisch, muss man sagen. Ne? Und mal sehen, ob ich das hinkriege mit dem, was ich hier so zusammengemuschelt habe. Das ist nämlich gar nicht so einfach. 1,70 Meter, wie, welche Größe haben die da, die Flughunde? Also na, die sind, der größte Flughund ist da der Kaplan. Der kann also 40 cm lang sein. Ja, von Schnauze bis zum Körperende. Und dann hat er eben so eine große Flügelspannweite. Also das Ding ja letztendlich ist ja eine Flughaut. Ne? Das sind jetzt nicht wie bei Vögeln so, aber die haben trotzdem also ganz leichte Knochen und diese riesigen Spannhäute dann letztendlich, die ermöglichen ihn dann eben auch zu fliegen. Ne? Die sind sogar in der Lage, also wirklich auch vom Boden unten zu starten. Ich muss erst mal gucken, wie das jetzt dann aussehen würde. Das ist nämlich ganz schön groß. Also hier kann man das schon machen. Ich hoffe, dass meine. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorbereitet hier. Hatte meine Besucherin geschrieben, das fand ich ganz gut, die Idee. Also eine Zuschauerin geschrieben. Ich habe mal verschiedene Sachen vorbereitet. Das ist immer. Welchskraut und dann immer Rotkraut. Ich habe das bloß ein bisschen blanchiert, dass das ein bisschen weicher wird. Ne? Das kann man dann besser verarbeiten. Ich weiß aber nicht, wie gesagt, ob das dann hält und ob das gut wird. Also das ist, wie gesagt, die Flügel, das ist immer echt schwer. Und bis jetzt ist da alles gelungen, wird es auch diesmal. Ja? Naja, das ist, wie gesagt, das ist jetzt. Aber ob das dann wirklich so weitergeht. Steffi hat gesagt, ihr habt jetzt einen neuen Mitbewohner seit ein paar Wochen. Ja, der Steffi hat einen Igel aufgenommen und engagiert sich da wirklich sehr dafür. Und zwar, also das Igelzentrum, das ist quasi schon voll gewesen und das ist. Da hat eine Frau bei Facebook geschrieben, dass sie jetzt schon 12 als Wintergast hat, 12 Igel. Und hat um Hilfe gebeten, weil schon wieder einer bei ihr vor der Tür saß. Und er hatte 320 Gramm. Den haben wir Mirko genannt. mittlerweile hat er jetzt schon sehr gut zugenommen. Der wiegt jetzt schon 560 Gramm. Musste abend eben auch entwurmt werden. Der hatte auch Lungenwürmer und da haben wir zusätzlich auch noch Lungenwürmer bekämpft. Und das geht ihm aber richtig, richtig gut, muss ich sagen jetzt. Ne? Und wenn der dann 650, 700 Gramm hat und draußen kein Frost herrscht, trotz vielleicht noch Kühle, dann geht er quasi in so einen Igelkasten quasi rein. Da gibt es eine direkte Igelvorrichtung.
wo drin ein Schlafhaus ist und das Tier aber trotzdem erstmal nicht entweichen kann, wird er drinnen dann gefüttert und dann kann der in Winterschlaf quasi noch gehen. Und ja, wenn er dann aufwacht, dann findet er dann auch erstmal was zu essen vor. Und von dort aus kann er dann, wenn es dann wieder schöner ist, dann seine Umgebung erkunden. Wir haben ja einige Igel, die bei uns auf dem Grundstück schlafen. Er wird wahrscheinlich gar kein Territorium finden bei uns. Das ist ja wirklich ein kleiner Junge. Und ja, aber da kann er dann in Ruhe losziehen. Bis jetzt momentan ist die Witterung ja nicht so dolle. Und die Igel, die schlafen ja jetzt auch noch. Ne? Also, manche sind aber eben als Hunger bedingt in der Hofachse. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken hier, ob wir das irgendwie noch festkriegen hier. Ich warte jetzt mal das mit Kraut nehmen. Da habe ich auch noch nicht so eine beginnerische Vorstellung, wie ich das Ganze. Fressen die Erde ist das dann auch, wenn es gekocht ist? Oder? Nee, das Rotkraut fressen die gar nicht. Ach so. Das fressen die nicht. Ne? Was die gerne fressen, das ist das hier. Dann, also der Kopf, den werden die komplett auffressen. Und Kürbis fressen die sehr gern. Ne? Aber das Rotkraut, das mögen die nicht. Das ist jetzt wirklich nur. Ja, das muss jetzt hier hinkriegen. Die Kohlzwecke. Wird doch, sieht doch ganz gut aus. Ja, die eine Seite. Erstmal. Wie machst du das fest? Auch wieder mit Bambus, oder? Ja, das machst du auch mit Bambus fest. Und hier kann ich das durchstecken, weil die haben ja hier vorne die Krallen hoch. Dann habe ich das durchstecken. Brechen die Krallen weg. Scheiße. Das ist ein bisschen schräg lag, aber das ist ganz einfach wegen Gewichtverlagerung. Also der Flügel gefällt mir auch wirklich gut, muss ich sagen. Von unten sieht das richtig cool aus. Wenn ja. So, ne? Das sieht doch schon ganz gut aus. Bist du zufrieden bisher? Bis jetzt, ja. Wenn es so hält, das sieht schon ganz gut aus. Noch nicht wieder runtergekommen. Nichts gebrochen? Nee. So, hast du das schon mal in freier Wildbahn erleben dürfen? Nee, also da habe ich leider noch keine gesehen. Also Flughunde habe ich leider noch keine gesehen, auch keine Flugfüchse. Na, so, jetzt kommen wir noch, muss ich erstmal gucken, wo ich die habe hier. Die haben nicht, das sind ja quasi jetzt die Hinterbeine, na, die halten sich ja dann quasi mit den Hinterbeinen auch oben an den Ästen fest. Und die mache ich jetzt mal noch dran.
Flugfuchs habe ich auch noch nie gehört. Ja, die Flugfüchse sind ja letztendlich wie die Flughunde fast identisch. Flugfüchse sind in der Regel noch ein bisschen schlanker. Aber ernähren sich genauso. Die fressen natürlich auch ein bisschen tierische Nahrung. Aber sind miteinander verwandt. Ja, ja. Gehören auch zum Fledertieren. Ob der Lebensraum wahrscheinlich dann woanders. Also anderer. Nicht, also sie überschneiden sich auch. Okay. So, mein Purzelbär. Die haben eigentlich einen schwarzen Kopf, ne? Also ich wollte es aber jetzt nicht ganz aus roter Rübe machen. Da werden die Erdis morgen gucken und denken, die wahrscheinliche Greifvogel kommt angeflogen. Gibt es eigentlich was, was sie mal nicht gefressen haben, was du gebastelt hast? Die Erdis? Ja. Oder siegt der Hunger dann? Nee, also die fressen eigentlich alles gerne, was ich nehme jetzt. Also ich tue ja speziell auch meistens dann auch Sachen verwenden, die wirklich gerne essen. Ja. Ich meine jetzt, dass es so furchteinflößend ist, sich erstmal nie rangetrauen. Ja, das gerade bei den Dingen konnte ich mir das schon vorstellen, dass die da erstmal abtauchen. Weil das ist ja nur wirklich so vom Flugbild her, das ist so die großen Flügel und so wie ein Greifvogel. Und also da reagieren die schon drauf, die Erdis, ne? Also das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die da erstmal Schiss haben. Die werden das natürlich dann schnell spitz kriegen, und weil das riecht ja alles lecker. So, Mirko, du musst jetzt für Steffi und dich entscheiden, ob der gut aussieht. So, ich guck mal her. Ich drehe mal rum. So, da ist er. Also ich sag mal, Aufgabe erfüllt, eindeutig. Hä? Das ist doch, der sieht doch nicht schlechter aus, oder? Super. Das ist also wirklich nicht ganz so einfach, aber mit dem Rotkraut, also die Person, die mir das geschrieben hat, Rotkraut zu verwenden, top, muss ich sagen, das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit überhaupt, so was hinzukriegen. Also man nimmt jetzt Stoff und macht mit Stoff, das würde dann wahrscheinlich auch gehen. Aber ich wollte das schon alles aus Früchten, Gemüse und sowas bauen. Ne? Und ich denke, das ist ganz gut geworden. Ne? Also ich finde den riesig. Der sieht stark aus. Ja, ich muss mal von vorne gucken nochmal. Nee, der sieht doch süß aus, das ist er top. Klar. Na? Hast du gut gemacht. Einwandfrei, das ist cool, freue ich mich. Wow, und jetzt guckt euch mal meine Hände an. Ui, Christian wird schimpfen. Blaukraut bleibt Blaukraut. Genau. So, supi, ich denke mal, das haben wir gut hingekriegt. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ne? Und und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ne? Bis zum nächsten Mal. Euer Jörg, macht's gut. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guck mal her, ich habe Erd. Was ist denn das? Wow, guck mal. Hey, was ist denn das? Hey. Wow, das ist erschreckend, hä? Das hat ja Flügel, hä? Oh Gott, ist das erstmal erschreckend, hä? Ja, was ist denn das? Hey, was ist denn das? Hey? Ein Flugapparat. Na, da mal schauen, da ist was Leckeres dran. Ne? Ja. Na, gucke, hä? Hä, ist das fein? Na, der
Wind heute, wa? Das bewegt das auch noch mit extra. Ja, habt ihr den ganzen Tag Spaß damit, hä? Dass ich den auseinandergenommen habe vom Flughund. Hey, Schatz, ne? Guck mal. Tolle Sache, ja? Ja, das ist eine tolle Sache. Na, Cora, willst du drauf fliegen? Hm? Willst du drauf fliegen? Ihr sollt dich nicht auseinandernehmen, ihr Säcke. Na, komm mal her, du alte Schnucke. Komm mal her. Hey, guck mal da rein. Guck mal da rein. Hm? Guck mal da rein. Hey, guck mal da rein, Cora. Ihr fein? Alles, geh wieder mit hin. Hier ist es ein ganz feiner. Ja, ganz fein.